Grüß Gott, lieber Bibelleser. Das heißt, Gott möge dir mit seiner Weisheit und Gnade beim Lesen seines Wortes begegnen. Wir sind in der 26. Folge bei unserem Gang durch das Johannesevangelium. Der Herr Jesus geht nicht mit seinen Stiefbrüdern zum Laubhüttenfest nach Jerusalem. Er macht sich erst heimlich auf den Weg, als er die Erlaubnis von seinem himmlischen Vater bekommen hat. Das Fest nimmt wie gewohnt seinen Gang. Die Rabbiner im Tempelbezirk lehren das Volk. Jedoch wird im Volk darüber diskutiert, ob der Herr Jesus der Messias ist oder nicht. Wir steigen nun ein und ich lese in Kapitel 7 die Verse 14 bis 36. Als es aber schon um die Mitte des Festes war, ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Da wunderten sich die Juden und sagten, wie kennt dieser die Schriften, da er doch nicht gelernt hat? Da antwortete ihnen Jesus und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre erkennen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig, und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und keiner von euch tut das Gesetz. Was sucht ihr mich zu töten? Die Volksmenge antwortete, du hast einen Dämon. Wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ein Werk habe ich getan. Und ihr alle verwundert euch deswegen. Mose gab euch die Beschneidung, nicht, dass sie von Mose ist, sondern von den Vätern. Und am Sabbat beschneidet ihr einen Menschen. Wenn ein Mensch die Beschneidung am Sabbat empfängt, damit das Gesetz Mose nicht aufgehoben wird, wieso zürnt ihr mir, dass ich einen ganzen Menschen gesund gemacht habe am Sabbat? Richtet nicht nach dem äußeren Anschein, sondern richte das gerechte Gericht. Es sagten nun einige von den Bewohnern Jerusalems, ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und siehe, er redet öffentlich und sie sagen ihm nichts. Haben etwa die Obersten wahrhaftig erkannt, dass dieser der Christus ist? Diesen aber kennen wir, woher er ist. Wenn aber der Christus kommt, so weiß niemand, woher er ist. Jesus nun rief im Tempel, lehrte und sprach, ihr kennt mich und wisst auch, woher ich bin, und ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, den ihr nicht kennt. Ich kenne ihn, weil ich von ihm bin und er mich gesandt hat. Da suchten sie ihn zu ergreifen, und niemand legte die Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Viele aber von der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen, wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun als diese, welche dieser getan hat? Die Pharisäer hörten die Volksmenge dies über ihn murmeln. Und die Pharisäer und die Hohenpriester sandten Diener, dass sie ihn griffen. Da sprach Jesus, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch, und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Es sprachen nun die Juden zueinander, wohin will dieser gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er etwa in die Zerstreuung der Griechen gehen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, dass er sprach, ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Vers 14. Das Laubhüttenfest dauert mit dem zusätzlichen Schlusstag 8 Tage. Somit wären wir hier beim 4. Tag. Was können daher die Verfolger des Herrn Jesus vermuten? Der Herr Jesus kommt nicht mehr zum Fest. Dies kann der Herr ausgenutzt haben, um unauffällig nach Jerusalem zu kommen.
Nun ging der Herr Jesus auf den Vorhof des Tempels und lehrte von dort das Volk in aller Öffentlichkeit. Vers 15. Die Menschen sind sehr erstaunt über die Gelehrsamkeit und das Bibelwissen von Jesus. Wie hat man sich dies damals erworben? Man hat einen Rabbiner als Lehrer, bei dem man viele Jahre studiert. Dieser zeigt seinen Schülern, wie man die biblischen Zusammenhänge zu verstehen hat und hilft ihm, auch die Schriften zu verstehen. Dabei war die Tradition sehr wichtig. Man lernte auch, was die vorherigen Rabbiner dazu gesagt haben. Was wussten die Zuhörer? Nun, der Herr Jesus wurde nicht von einem Rabbiner ausgebildet. Er war nie selbst Schüler bei einem Meister gewesen. Vers 16. Wenn der Herr Jesus antwortet, was sagt dies über das damalige Lehren aus? Die Rede kann durch Fragen unterbrochen werden. Man hat gleich das geäußert, was man auch auf dem Herzen hat. Was möchte der Herr Jesus mit dem Satz sagen, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat? Im Gegensatz zu den menschlichen Rabbinern, die ihre Lehre über Bibellesen, traditionelle Auslegung und eigene Gedanken den Menschen weitergeben, hat der Herr Jesus diese Lehre direkt von seinem himmlischen Vater. Er spricht die Worte Gottes ohne Umwege über die menschliche Auslegungstradition aus. Schauen wir nochmal Johannes 14, 24. Da sagt der Herr Jesus, wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Wieder zurück, Kapitel 7, Vers 16. So wie der Herr Jesus hier auf der Erde den Willen seines Vaters ganz erfüllt, indem er gerade so handelt, wie der Vater will, so tut der Herr Jesus das auch, und zwar bis in die Wortwahl hinein. Er spricht die Worte des Vaters. Mit welch einer ungeheuerlichen Aussage konfrontiert der Herr Jesus damit seinen Zuhörer? Ich rede die Worte Gottes und keine menschlichen. Ich bin nicht von einer Rabbinerschule, sondern von Gott selbst gesandt. Vers 17. Welche Voraussetzung muss der Mensch haben, um die Lehre, die Jesus mitteilt, auch als die von Gott anzuerkennen? Er muss sich mit Gott beschäftigen und wirklich Gottes Willen tun wollen. Er muss sich auf die Worte von Jesus einlassen. Was kann man von dem Gedanken ableiten, die Lehre ist von Gott? Die Lehre ist unverfälscht und nicht selbst ausgedacht. Sie bringt den Willen Gottes vollständig zum Ausdruck. Was verspricht der Herr Jesus seinen Zuhörern? Ihr könnt das wirklich selbst erfahren, ja wissen, ob das, was ich sage, von Gott kommt oder ob ich das mir nur selbst ausdenke. Sucht wirklich Gottes Willen und handelt nach meinen Worten, dann kommt ihr zum Ergebnis. Was müssen die Zuhörer damit überwinden? So manche theologischen Vorstellungen, die sie bis dato hatten, und ihre vorgefassten Meinungen über Jesus Christus. Das mussten sie überwinden. Denn nur über Jesus Christus kommen sie zur rechten Erkenntnis Gottes. Vers 18. Welche Personen sollen die Zuhörer schon von vornherein in Frage stellen? Menschen, die nur aus ihrer eigenen Weisheit reden, und Menschen, die unbedingt geehrt werden möchten. Wer seine Ehre sucht, ist in großer Gefahr,
alles zu gebrauchen, was ihn seinem Ziel näher bringt. Er kann die Wahrheit verlassen und Ungerechtigkeit zulassen. Wer nur einen Auftrag ausführt, ist von Ehrsucht befreit. Welche Einstellung macht hier wieder der Sohn Gottes deutlich? Er ist deswegen auf dieser Welt, um sich ganz dem Willen seines Vaters hinzugeben und ihn auszuführen. Es geht ihm, dem Herrn Jesus, in diesem Dienst niemals um ihn selbst und um seine Ehre. Vers 19. Nun geht der Herr Jesus zum Angriff über. Ihr habt das Gesetz, den Willen Gottes, und niemand tut es wirklich. Ihr messt mit zweierlei Maß. Welches Beispiel zeigt er auf, um seine Aussagen zu untermauern? Vers 22 bis 24. Nun, die Juden beschneiden die kleinen Buben auch am Sabbat. Und diese greifen Jesus jetzt an, weil er am Sabbat heilt. Das heißt, beide, sowohl Juden als auch der Herr Jesus, arbeiten am Sabbat, um Gottes Willen zu tun. Was wäre, wenn die Juden tatsächlich Gottes Willen, das heißt alle Gebote und alle Lehren, in ihrem Leben hätten umsetzen wollen? Sie würden demütig werden und erkennen, dass der Herr Jesus tatsächlich recht hat. Keiner kann das Gesetz halten. Das Gesetz mit seinen Forderungen ist für den Gläubigen wie ein Spiegel, der sagt, wo überall Schmutzflecken im Gesicht zu finden sind. Jedoch der Spiegel kann niemand sauber machen. Sie hätten neu über den Satz des Täufers Johannes nachdenken können. Dies, so sagt der Johannes, ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Wer Gottes Gebote übertritt, benötigt ja ein Opferlamm und darüber die Vergebung Gottes. Dieser darf nicht in der Selbstherrlichkeit wie die Juden verharren. Und statt um sich zu schlagen, sollte er in sich schlagen. Was sagt der Herr Jesus ihnen mitten ins Gesicht? Ihr wollt mich töten. Der Grund dafür wurde ja auch schon in Johannes 5, Vers 18 beschrieben. Der Herr Jesus hat, weil er am Sabbat heilte, diesen aufgehoben und Gott seinen Vater genannt und dadurch sich Gott gleich gemacht. Vers 20. Wie reagiert ein Sünder, wenn er erwischt wird? Er stellt sich ahnungslos, lügt, streitet ab und geht zum Angriff über. Wer will dich töten? Du hast einen Dämon. Vers 21. Womit möchte der Herr Jesus seine empörten Zuhörer zum Nachdenken bringen? Mit der Begebenheit aus Kapitel 5 und ihrer Reaktion darauf. Der Gelähmte am Teich Bethesda, der am Sabbat von dem Herrn Jesus geheilt wurde, brachte sie dazu, dass sie den Herrn Jesus töten wollten. Sie hatten sich damals zuerst verwundert und dann bogen sie gedanklich in die Richtung ab, dass sie den Herrn Jesus töten wollen. Vers 22. Woher kommt denn die Beschneidung, welche die Juden durchführen? Nicht vom Gesetz, welches Mose gegeben hat, sondern sie war schon früher da. Die Beschneidung ist das Zeichen für den Bund, den Gott mit Abraham, 1. Mose 17, 9 bis 14, und dann auch mit seinen Nachkommen geschlossen hat. Dieser Bund besagt, dass Gott Abraham aufgrund seines Glaubens gerecht spricht und ihm Nachkommen schenkt. 1. Mose 15, Vers 1 bis 6 und Vers 18.
Auch bevor der Herr Jesus den Sabbat aufhob, Kapitel 5, Vers 18, mussten sich die Juden entscheiden, wie sie handeln sollten. Welchem Gedanken gaben sie dem Vorrang? Der Tag der Beschneidung, die am achten Tag nach der Geburt stattfinden sollte, 3. Mose 12, Vers 3, ist wichtiger als das Halten des Sabbats. Vers 23. Welcher Logik sollen die Juden denn wenigstens hier in der Argumentation des Herrn Jesus folgen? Wenn schon ein gesundes Kind durch Brechen des Sabbats das Zeichen des Bundes Gottes bekommt, wie soll man da nicht einen ganzen Menschen, der jahrelang gelitten hat, am Sabbat helfen dürfen? In Matthäus 12, Vers 5, und das schlagen wir mal auf, sagt der Herr Jesus, dass die Priester immer am Sabbat den Sabbat durch ihre gottesdienstliche Handlung brechen und schuldlos sind. Da heißt es: Oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester in dem Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos sind? Und im gleichen Absatz macht der Herr Jesus deutlich, dass er der Herr des Sabbats ist. Da heißt es in Vers 8: Denn der Sohn des Menschen ist der Herr, also der Besitzer des Sabbats. Wieder zurück in Johannes Kapitel 7. Nun Vers 24. Worauf achtet man, wenn man nach dem Schein richtet? Auf die Äußerlichkeiten wie Beschneidung, gewaschene Hände, das Halten des Sabbatsgebots, das ja auch sagt, 2. Mose 35, Vers 2, das schlagen wir auch mal auf. 6 Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber den 7. Tag sollt ihr heilig halten. Er sei euch ein ganz feierlicher Sabbat für Jahwe. Jeder, der an ihm eine Arbeit verrichtet, muss getötet werden. Wer nur nach dem Schein achtet, kann am ursprünglichen Sinn vorbeigehen. Denn der Herr des Sabbats sagt ja, und ich lese aus Markus 2, 27 bis 28. Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Wieder in Johannes Kapitel 7. Können wir Menschen denn wirklich gerecht richten? Der Herr Jesus sagt ja hier, richtet das gerechte Gericht. Im Grunde können wir es nicht. Wir Menschen sehen nur, was vor Augen ist. Und nur Gott allein sieht das Herz an. Beim Richten bzw. Urteilen brauchen wir die Hilfe Gottes durch sein Wort. Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist die Wahrheit. Wir brauchen auch die Innewohnung des Heiligen Geistes. Johannes Kapitel 16, Vers 13, dieser Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Und wir brauchen durch die enge Verbindung mit dem Herrn Jesus, Johannes Kapitel 15, Vers 15, die entscheidende Hilfe. Da sagt der Herr Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und auch selbst mit diesen Hilfen können wir nur vorläufige Urteile sprechen. Denn das letzte Urteil spricht der Herr Jesus selbst. Johannes Kapitel 5, Vers 22, da wird gesagt, dass alles Gericht der Vater dem Sohn gegeben hat. Vers 25. Was wird mit dieser Aussage deutlich? Es waren keine Fake News von Jesus,
als er in Vers 19 geäußert hat, dass die Juden ihn töten wollen und dass ihre Lüge, die sie in Vers 20 geäußert haben, beim Volk auch nicht geglaubt wurde. Vers 26. Die Oberen greifen im Moment nicht in das Geschehen ein. Welche falschen Schlüsse werden hier gezogen? Vielleicht denken Sie, die Oberen, jetzt auch, dass Jesus der Messias ist. Wer schweigt, signalisiert für die anderen oft Zustimmung. Vers 27. Die Juden haben richtig erkannt, dass die Herkunft des Messias von keinem Menschen wirklich erfahren werden kann. Worin irrt nun das Volk? Sie kennen nicht wirklich die Vergangenheit von Jesus. Sie wissen nicht von Maria, die als Jungfrau das ewige Wort Gottes geboren hat. Vers 28. Wie versucht der Herr, den Juden weiterzuhelfen? Jesus sagt, dass sie nicht alles wissen. Sie kennen weder seine Bestimmung, noch kennen sie Gott. Trotz ihrer Lehrer, trotz ihrer Religiosität, trotz ihres Eifers, sie kennen Gott nicht. Vers 29. Wie möchte der Herr Jesus ihrem Nichtwissen begegnen? Indem er sagt, dass er tatsächlich Gott genau kennt. Sie können ihn fragen. Sie können sich dem Herrn Jesus anvertrauen. Er ist, wie Kapitel 1, Vers 18 aufzeigt, der Spezialist in Sachen Gott. Warum ist das so? Weil er eben von Gott selbst kommt, bei dem der Herr ja auch schon immer war. Das Wort Para, was hier von heißt, hat sowohl die Bedeutung von als auch bei und drückt die Einzigartigkeit der Beziehung zwischen dem Vater und Sohn aus. Das Wort, das Fleisch wurde, hatte seine Herrlichkeit auch hier vom Vater oder auch bei dem Vater. So könnte man das genauso übersetzen. Und von dort aus, vom Vater aus, wurde der Herr Jesus gesandt. Die Sendung kam somit nicht erst mit der Menschwerdung des Logos, sondern war schon vorher bei Gott festgesetzt. Die Menschwerdung gehörte schon zur Sendung und nicht erst wurde nach der Menschwerdung erst die Sendung von dem Vater veranlasst. Gibt es in der Bibel einen Hinweis, wann dies geschah, also dass der Vater den Sohn gesendet hat? Wir sind wieder in Vers 29, Kapitel 7, und da sagt ja der Herr Jesus, und er hat mich gesandt. Ja. Gibt es in der Bibel einen Hinweis, wann dies geschah? Und es sieht so aus, dass im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 18 bis 21 die Antwort ist. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von euren eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart geworden, um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Vor Grundlegung der Welt sehe ich als vor der Schöpfung an.
vor der Schöpfung war für Gott klar, dass diese die Erlösung von Schuld und Sünde brauchen wird. Und vor der Schöpfung wurde die Erlösung beschlossen. Das Wort, welches die Schöpfung ins Dasein ruft, wusste, dass es die Menschen dieser Schöpfung einmal unter großem Leid erlösen wird. Es gab niemals bei Gott einen Plan B, nachdem der Mensch gefallen war. Es war immer Plan A. Es gab nie eine Streitfrage, die irgendwas von Gott in Frage stellte. Es war schon immer klar, dass Gott seinen Retter schickt, um Menschen, die diesen Retter lieben und an ihn glauben, für sein Reich rettet. Nach diesem kurzen Ausflug gehen wir wieder zum Johannesevangelium, und zwar Vers 30. Wie könnte man nun die Reaktion des Volkes beschreiben? Sie sind sehr wütend und aufgebracht. Sie lassen die Worte des Herrn Jesus nicht in ihr Herz fallen. Sie sind von ihren religiösen Ansichten so verblendet, dass sie die Wahrheit nicht an sich herankommen lassen wollen. Sie hegen dabei sicher auch Mordabsichten. Vers 25. Was kann man dabei erkennen? Wer nicht in der Wahrheit ruht, ist aufgebracht. Wer unsicher ist in seinen Überzeugungen, der schreit. Menschen der Wahrheit können in der Wahrheit ruhen, ganz zufrieden sein. Warum? Weil jede Lüge an der Wahrheit zerschellen wird. Was wird außerdem in diesem Vers deutlich? Ein starker Trost. Der Schutz eines gläubigen Menschen ist Gott selbst. Christus ist in Gottes Hand und seine Nachfolger auch. Johannes 10, 28 bis 30. Schlagen wir mal auf. Da sagt der Herr Jesus, und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Der Mensch bzw. Satan kann nur so weit gehen, wie Gott es erlaubt. Nachzuschlagen in Hiob Kapitel 1, Vers 12. Vers 31. Was ist für das Volk immer wieder ein Grund zur Infragestellung der offiziellen Meinung der Pharisäer? Die mächtigen Zeichen und Wunder, die der Herr Jesus tut, diese offenbaren ja seine Messianität. Wie handeln diese Menschen, die an Jesus glauben? Sie stellen den Gegnern eine Frage, die sie beantworten sollen. Sie sollen doch mal erklären, wer denn der Herr Jesus für sie ist und wie sie die offensichtlichen Zeichen erklären. Können wir an diesem Vorgehen etwas lernen? Diejenigen, die zum Beispiel behaupten, dass der Herr Jesus der Erzengel Michael wäre, sollten es doch mal anhand der Bibel begründen. Wie passt das zusammen, dass durch den Herrn Jesus alle Dinge geschaffen wurden und er selbst zu den geschaffenen Dingen zählen sollte? Im Fragestellen fordert man den anderen heraus, seine Meinung zu äußern. Vers 32. Die Pharisäer, die sich scheinbar stillgehalten haben, werden nun aktiv. Was ist ihnen jetzt wichtig? Der Herr Jesus soll aus dem Verkehr gezogen werden. Sie scheuen eine offene Diskussion. Sie wollen dies im Dunkeln, im Geheimen durchführen. Warum wollen sie den Herrn Jesus aus der Öffentlichkeit entfernen?
weil das Volk immer mehr von ihm spricht und seine Bewunderung zum Ausdruck bringt. Es beginnen Menschen an ihn zu glauben. Vers 33. Der Herr Jesus weiß, was vor ihm steht. Wie reagiert er auf dieses Wissen? Er macht in aller Öffentlichkeit deutlich, dass er nicht bei seinen Zuhörern bleiben wird. Die Zeit ist für Jesus begrenzt und natürlich auch für seine Zuhörer. Was müssten die Zuhörer erkennen, wenn der Herr Jesus von seinem Weggang spricht? Er geht zu Gott, der ihn gesandt hat, denn der Herr Jesus hat von ihm gesprochen. Vers 28 und 29. Nun Vers 34. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Worauf deutet hier der Herr Jesus hin? Sie werden das leere Grab sehen, aber ihn selbst nicht finden. Was möchte der Herr Jesus mit dem Satz sagen? Wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Christus wird in den Himmel auffahren, aber die ungläubigen Juden werden ihm nicht nachfolgen können. Welcher Ernst steckt in diesen Worten für die heutige Zeit? Es gibt tatsächlich ein zu spät. Vers 35 und 36. Wie kann man die Situation der ungläubigen Juden beschreiben? Obwohl der Herr Jesus von seinem Zeitpunkt gesprochen hat, denken sie, dass der Herr in ein anderes Land gehen wird. Sie sind unwissend, haben falsche Vorstellungen und sind nur auf sich selbst geworfen. Dabei verlieren sie den Blick auf die entscheidende Hilfe. Das ist schrecklich. Was hätten sie denn tun können? Einfach gläubig den Herrn Jesus fragen und ihn bitten, dass er sie aufklärt. Aber das taten sie nicht. Das Laubhüttenfest ist ja ein Fest der Freude und der Dankbarkeit. Und gerade dort spricht der Herr Jesus sehr ernste Worte. Er spricht auch von falschen Annahmen und einem zu spät. Menschen können sich durch fröhliche Ausgelassenheit von ernsten Themen, die ihr Leben betrifft, ablenken lassen. Hören wir deshalb aufmerksam zu, wenn uns ernste Worte gesagt werden. Fröhlich kann der sein, der weiß, dass er mit Gott im Reinen ist und gerade das Gegenteil der Worte des Herrn Jesus auf ihn zutrifft. Diese würden dann heißen, wo ich bin, da werdet ihr auch gewiss hinkommen. Was war dir wichtig? Schreib es in die Kommentare. Sei Gott und seiner Gnade anbefohlen. Dein Martin. Tschüss. Für Gottes Wort nehm ich